Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man so eine Sonnenschutzfolie anbringen und somit auch eine UV-Hitzeschutzspiegelfolie richtig am Fenster montieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei uns im Badezimmer sind leider keine Rollos angebracht, weswegen ich mal so eine Hitzeschutzfolie anbringen möchte, da einfach den ganzen Vormittag die Sonne direkt in das Zimmer hineinscheint. Bevor wir wild drauf loskleben, sollten wir auf jeden Fall schauen, ob unsere Folie lieber von innen oder von außen beklebt werden sollte. Und das kommt wirklich auf die Fensterart drauf an. Normalerweise sagt man nämlich, dass bei einer Einfachverglasung man die Folie entweder von außen und von innen bekleben kann. Und bei anderen Glasarten, wie es ja heutzutage eigentlich Standard ist, wie zum Beispiel Doppel- oder Dreifachverglasung, Sicherheitsglas, Schrägfenster oder auch ein Wärmeschutzglas, sollten wir bitte nicht von innen bekleben, sondern nur von außen. Das hat einfach den Sinn, da die Sonnenstrahlen nämlich am Ende nicht zwischen den Scheiben entweichen können und somit sich die Hitze staut und am Ende wir im schlimmsten Fall sogar relativ schnell einen Glasbruch bekommen können. Das sieht man übrigens auch relativ gut, zum Beispiel auf Amazon bei vielen schlechten Bewertungen, dass die Folie von innen angebracht wurde, dass hier zum Beispiel normalerweise eine Zweifachverglasung sein sollte und man am Ende dann so einen Sprung in der Scheibe hat. Bei meinem Fenster muss ich die Folie mal von außen hinkleben, was übrigens nochmal ein etwas besserer Hitzeschutz als von innen ist. Aber von innen würde das Ganze natürlich auch noch etwas länger halten. Und wenn das geklärt ist, dann müssen wir mal die Glasscheibe am besten mit einfachem Glasreiniger und bei hartnäckigen Verschmutzungen mit so einem Ceranfeldschaber reinigen. Als nächstes messe ich mir mal die Höhe und auch die Breite von der Glasscheibe aus. Das geht am besten mit einem einfachen Meterstab oder mit so einem Maßband hier. Und gebe von der Höhe und Breite her jeweils ca. 2 cm noch dazu, was ich mir danach auch ganz einfach mal grob mit einem Stift anzeichnen kann. Wenn wir eine schnittfeste Unterlage haben, können wir zum Beispiel mit einer Wasserwaage hier anhalten und gleich mit einem Cuttermesser das Ganze kürzen oder wie in meinem Fall einfach mit einer normalen Schere. Unsere Folie ist richtig hergeschnitten und jetzt muss ich mal die ganze Glasscheibe mit einfachem Wasser, in das ich ein paar Tropfen Spülmittel hineingegeben habe, zusprühen. Damit natürlich nicht zu viel am Boden tropft, habe ich unter die Fensterscheibe noch einen einfachen Badunterleger gepackt. Als nächstes die Sonnenschutzfolie schon einmal verkehrt herum aufsetzen und mit einer Rakel oben leicht festdrücken, dass es auch schon etwas hält. Denn nun kann ich an dem angebrachten Tesaband einfach mal etwas ziehen und somit auch schon die Trägerfolie Stück für Stück abmachen und jeweils danach gleich wieder ordentlich mit unserem Gemisch einsprühen. Jetzt können wir die Folie nämlich an einer Ecke oben auch schon ganz vorsichtig lösen und mal schauen, dass wir unsere Sonnenschutzfolie somit auch um 180 Grad drehen und danach natürlich richtig rum auf das Fenster aufsetzen. Normalerweise haben wir vom Werk jetzt zwei saubere geschnittene Seiten, die ich auch mal dementsprechend ausrichten möchte. Und da wir natürlich auch ordentlich aufgespült haben, geht das Ganze ganz einfach zum Verschieben. Ich achte darauf, dass ich nicht ganz bis zur Gummidichtung hinkomme, sondern noch ca. 1 mm Spalt lasse, dass ich natürlich später das Wasser auch ordentlich hier an den Rändern ausstreichen kann. Wenn es dann richtig ausgerichtet ist, gerne nochmal leicht einsprühen, dass wir gleich beim Ausstreifen mit so einer Rakel nämlich keine Kratzer hineinbekommen. Und dann fangen wir einfach mal in der Mitte mit leichtem Druck an, geben das Ganze nach unten und können jetzt auch schon nach außen hin, wie gesagt, mit leichten Druck ausstreichen. Am Rand, wo ich gleich noch nachschneiden muss, gebe ich natürlich das Ganze auch nochmal mit ordentlich Schmackes gegen die Gummidichtung. Dasselbe Spiel unten auch. Und wir können die Folie auch schon schneiden. Hier vergebe ich mal die Rakel direkt an meine Gummidichtung. Mit der anderen Hand das Cuttermesser halte ich da auch relativ nah hin. Somit haben wir auch einen kleinen Abstand zur Gummidichtung. Und dann kann ich einfach mal von oben nach unten das Ganze herschneiden. Als nächstes nochmal leicht anfeuchten und dann können wir mit unserer Rakel auch schon mit ordentlich Druck mal das restliche Wasser noch schön herausstreichen. Zum Schluss unsere Folie und vor allem auch den Rand mal noch richtig trocken machen. Und zum Schluss noch ein einfaches Küchentuch um die Rakel wickeln und dann auch final das restliche Wasser am Rand ausstreichen und das Küchentuch nimmt das Ganze natürlich auch noch deutlich besser auf.
Und somit haben wir auch schon eine Sonnenschutzfolie richtig auf unser Fenster angebracht. Wenn du dir für zu Hause eine Sonnenschutzfolie in den verschiedensten Größen, ein scharfes Cuttermesser, eine Rakel oder natürlich auch eine Sprühflasche zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.